So, weiter geht's mit dem nächsten Rennen. In Spanien. So. Gut, was haben wir denn hier? Trocken. Wunderbar. Kein Regen. So. Mal gucken, was wir hier haben. Was die Einheiten betreffen. Naja. 40%. Gehen immer neue Einheit mit. Geht auf 40% schon drauf. Doch, wir probieren jetzt aus, ob es so funktioniert. 10%. Getriebe rein und dem Yokohama mal kurz, damit das Auto ein bisschen besser hält. So, okay, rein damit. Zeit für das Training hier auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beim Grand Prix von Spanien. Bald werden sich die Teams auf die Strecke begeben und uns mit Sicherheit ein sehr interessantes Training bescheren. Stefan Römer sitzt neben mir und wird uns durch das heutige freie Training begleiten. Vielen Dank, dass du hier bist und sag mal, worauf sollten wir heute unsere Aufmerksamkeit richten? Ich denke, wir sollten uns heute das gesamte Feld ansehen und darauf achten, wie weit die Autos mit einem einzigen Satz Reifen kommen können. Während alle verschiedene Einstellungen und Treibstoffmengen ausprobieren werden, kann man definitiv Trends für jede Reifenmischung erkennen, wenn man aufmerksam ist. Dadurch können wir uns ungefähr ausrechnen, wie lange die Fahrer später am Renntag draußen bleiben können. So. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. Spanien, da sind wir drauf. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Auf jeden Fall deutlich einfaches Rennen als das, was wir letzte Woche gerade geliefert haben. RS sparen ein bisschen. Salah.
Na, mal gucken, was hier diesmal noch mal schaffen, noch ein Rennen zu gewinnen. War nicht gut. Das war nicht besonders gut. Nee. Kenne er es, oder? Doch. With that, you're now currently the fastest in this session so far. So, eine Runde mache ich noch.
is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. What the fuck? Regen? Box this lap, please. Box this lap. So, Training 1 durch. Ja. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Weber, Gasly und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Tja. Naja, mal gucken, wie es noch weiterläuft. Gut, das war's, das Training. Dann gehen wir jetzt rein ins Zweite. Gucken, ob wir jetzt ein bisschen besser abschneiden können. Thank you.
Kann ein bisschen konzentrieren. Sauber. Eine Sekunde schalt sie eben. Das war ein bisschen zu viel, was ich wollte. Upsi. So gerettet mit der Runde. So. Das ist auch erledigt. Die
Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Bottas und Charles Leclerc. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So. So. Probieren wir's. So, Runde 1. Eins. Na komm, die kriegen wir noch geboten, unterboten. So definitiv nicht.
So, probieren wir es nochmal. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Weber und Sergio Pérez. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Jo. Gut, dann ist hier Feierabend und morgen geht's weiter.